Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Spielwiese Deluxe. Am Mikrofon natürlich wie immer euer Paranoise und mit Goodbye Deponia. Ja, wir sehen, wir haben jetzt wieder den Weg frei bekommen, beziehungsweise Cowboy Dodo hat sich entfernt, weil er hatte was Wichtigeres zu tun gehabt, nämlich den gefangenen Organon-Sanitäter zu fesseln und zu knebeln. Warum hat er nicht seine Groupies hier gefesselt mit dazu? Fesselspielchen. Ja, für den hat... Für die ist wahrscheinlich das ein bisschen zu... einschläfert, würde ich sagen. Die stehen, glaube ich, noch auf ganz harte Geschütze. Aber ich habe jetzt echt jetzt gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Jetzt sprechen wir erstmal alle hier an. Und der Janosch, der sieht aus, als würde er Gameboy spielen. So dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja, vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter rumsitzen. Aber Rufus, du willst dich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken? Oder soll ich das mit dem Seil etwa auch noch erledigen? Ja gut. Das ist doch eigentlich ganz klar. Rufus gibt die Befehle und die anderen müssen es ausführen. Ach, das hat doch keinen Zweck. Wir würden einen echten Helden nicht mal dann erkennen, wenn er ihnen als ein Mann-Orchester in den Hintern marschieren würde. Ja, ein schöner Ring kann auch entzücken. In dem Fall ist er sogar Platin wert. Ach, das hat doch... Die machen nix. Janosch? Hey, Janosch. Hallo, Rufus. Wir sind hier direkt. Wir vermuten, dass er dir... Darum wollten wir Cowboy Dodo abzeigen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich... Kein Kommentar. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Also gut, wir brauchen ein neues Seil. Weil das Seil, das wir jetzt gerade eben gehabt haben, das erfüllt anscheinend einen anderen Zweck. Aber gut. Sag mal... Du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Geil. Oh, Herzchenunterwäsche. Oh gut, relativ gut Body hat er da. Aber dann ist das, wie nennt man sowas, wie nennt man das, Bürstenschnitt? Die hat man damals so in der zweiten 80er Hälfte hat man die gehabt, oder? Organon aufwählen. Ah, jetzt kommen wir ins Krankenzimmer. Passt. Jetzt kommen wir ins Krankenzimmer. Das ist doch jetzt doch echt eine geile Sache. So. Dann würde ich mal sagen, wir ziehen uns um. Alter. Fesch, was sagt ihr denn? Ich tue mal kurz die Maus weg. Also, der ist von einem attraktiven Organon kaum zu unterscheiden. Oh ja. Ich glaube, wir wissen alle, was jetzt kommt. Klingeln. Nee, scannen. Cool, es hat funktioniert. Krankenstation. So. Ah, Herr Doktor, endlich. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Ballwurm. Oh Gott. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm entferne ich doch mit links. Schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kettel hängt wie immer da drüben. Ich muss mal das Zierbesteck und die Knochensäge.
So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ah ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicore. Sie meinen Chirurg? Das auch. Chicore, das ist die französische Form von Chirurg, oder was? Chicore. Entschuldigung. Ist genauso wie bei Reibe. Reibe heißt auf Französisch Ribéry. Oh. Ja, ich würde mal sagen, herzlich willkommen zu Emergency Room in aller Freundschaft. Und natürlich einer der großen Arztserien, Schwarzwaldklinik. Ja, gut, und jetzt auch für die Damen natürlich auch Dr. Stefan Frank. Der Arzt, dem sich die Frauen immer total hingeben. Mmh, lecker. Oh, da ist das Bandwürmchen. Ja, Schokopudding ist immer ganz cool. Und ich würde mal sagen, das riecht nach Rache auf jeden. So, aber erstmal Anleitung lesen. Da ist doch der Bandwurm drin. Was für ein Glück für seinen als Klitoris verkleideten Klon, dass Rufus auch ein begnadeter Chirurg ist. Triviale medizinische Eingriffe wie das Entfernen eines Bandwurms könnte er auch mit verbundenen Augen durchführen. Schwieriger ist da schon der anschließende Wiedereinbau der Organe per Drag and Drop. Da hilft es zu wissen, dass sich die Organe am Mauszeiger mit Rechtsklick drehen lassen. Ah, das muss man sich mit der menschlichen Anatomie sich befasst haben. Was ist denn das hier? Na gut, der drehen können wir es auch. Ach, da muss man erstmal alles entfernen hier, oder? Warte mal. Ja, warte mal, ich muss wieder... Krieg ich das wieder rein? Und seht ihr das? Der Klitoris ist ja voll bei Bewusstsein. Keine Vollnarkose. Logisch, er ist Kastenpatient, kein Privatpatient. Dann ist ja logisch, dass das so geht. Ah, warte mal. Ich muss mir auf jeden Fall merken, was... also das war eben die Niere da unten. Ich muss mir dann anscheinend mir merken... Wie das wieder reinkommt, oder? Oh! Meinst du, ist das so gut, so da rumzufummeln? Wer ist hier der Chirurg hier? Hoffentlich habt ihr schon gegessen. Falls ja, hoffe ich, dass es schon gut verdaut ist. Wir würden erstmal alles komplett rausräumen, oder? Oh Gott, der Darm auch noch. Uiuiuiui. Was ist jetzt da oben? Sind die Brustmuskeln, oder? Nee, das ist die Lunge. Braucht doch kein Mensch. Wie lang ist eigentlich der Darm von Klitoris? Bestimmt 500 Meter, oder? Ich glaube, der normale Dünndarm eines Menschen ist 5 Meter lang, kommt bis hin. Und beim Dickdarm kommt er nochmal 1,5 Meter dazu. Ja, lass mal mit Dünn- und Dickdarm, lass es mal so 7 Meter sein auf jeden Fall. Das ist schon echt heftig. Und ist auch klar, je dicker der Bauch, umso länger der Darm. Ah! Oh! So, alles draußen. So, jetzt erstmal den Bandwurm weg. Da hab ich den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Oh, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen. Brustkorb.
Ah, jetzt kommt ja das Lunge. Noch so ein Organ. Magen? Ach, das ist der Magen? Was ist er? Der hat eine Klitoris, der hat einen Mini-Magen hier, oder? Das ist. Und ich hätte gemeint, es wäre eine Niere. So, weil von der Größe her. Ja, gut, oder vielleicht die Leber. Jetzt warte mal. So, Lunge. Warte mal. Ah, genau, so kann ich es drehen. So, oder war das richtig? Brustkorb? Aua. War das jetzt richtig? Na, warte mal, so war das, ne? Oi. Ja, schon cool, dass der. Schon cool, dass der jetzt noch so voll beim Bewusstsein ist. Und dann. Und anscheinend ist die. Lässt jetzt die Narkose ein bisschen nach, ne? Also ich find's herrlich so. Ihr auch? So, jetzt noch so ein Organ. Warte mal. Nee, das brauchen wir nicht. Waren wir nicht beim Herz? Oh Gott. Warte, der Darm kommt jetzt, dran. Wo war denn das? War das jetzt so richtig? Au! Nix, au! Ey! Alles geht einfacher, wenn du ein bisschen mithilfst, mein Freund. Noch so ein Organ. Das können wir nicht wissen, weil. Im Normalfall bist du da weg. Ja, stell dir das mal vor, der nimmt dann den Zipfel und der nimmt uns dann den Zipfel, macht dann ein Video draus und hallo, ich bin's, der segne Penis. La 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 la. Oder man nimmt dann den Bandwurm, hängt ihn dann so an den Patienten dran, so eine Insel mit zwei Bergen. La, 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 la. Ah, warte mal. Wenn jetzt A sagt, dann stimmt's nicht, oder? Ups. Also ich find's cool. Wenigstens gibt er Zeichen von sich, wenn du irgendwo was verkehrt reingetan hast, oder? War das jetzt richtig? Alter! Warte mal. Aber der Magen, der war doch da in der Gegend, oder? Warte mal. Nee, der Magen war da hinten, oder?
Jetzt da mit dem Herz jetzt richtig? Aber was ist denn für ein Organ? Ist das die Leber? Das Gesicht von Clitor ist auch putzig. Ah, ne, aber zumindest, ich glaube, ich weiß, was ich mit dem Bandwurm anstellen kann. Oder warte mal, hätte ich das Ding zuerst da her tun müssen. Da passt doch der Darm nicht mehr rein. Ja, stimmt, aber da passt doch der Darm nicht mehr rein. Ja gut, der das Herz war hier, ne? Ja gut, so sah es besser aus, ne? Au! What? Au! Nee, warte mal, der war da drin, oder? Muss ich den jetzt umdrehen? Nee. Und wo gehört das letzte Teil hin? Ach, ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Tschüss! Braucht doch kein Mensch! Na, das hat doch geklappt wie am Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir speiübel. Ach, das aber auch das Gejammer nicht. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit! Operation gelungen, würde ich mal sagen, ne? Dr. Paradise. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Oder Dr. Rufus, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Oh gut, das ist ganz cool, dass ich jetzt den Bandwurm habe. Das passt doch super als Seil, oder? Und ich habe am Anfang echt nicht gewusst, was ich jetzt da gemacht habe. Am Ende habe ich nicht mehr gewusst, was ich so zusammengefrickelt habe.